Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, wird es heute nicht primär ums Fischefangen gehen, sondern ich möchte euch heute alles an die Hand geben, was ihr braucht, um das Skippen zu lernen. Dann klären wir als erstes mal die Frage, warum sollte man eigentlich skippen können? Die ist eigentlich ganz schnell und einfach erklärt, und zwar, ihr fangt einfach mehr Fische. Denn sobald ihr diese Technik beherrscht, kommt ihr unter Strukturen wie Steganlagen, Büsche, whatever, wo normalerweise kein anderer hinkommt. Es ist hier in unserer Region oder ja, in Deutschland und Umgebung nicht üblich, dass man skippen kann. Ich persönlich kenne keinen anderen, der skippen kann, und somit habt ihr einfach einen riesen Vorteil gegenüber anderen Anglern. Zum anderen, unter diesen Strukturen sind die Fische deutlich unvorsichtiger, was das Nehmen eures Köders betrifft. Denn sie sind normalerweise nicht gewohnt, dass sie unter diesen Strukturen aufpassen müssen, dass sie in eine Falle tappen. Ja. Und allein das ist für mich schon Grund genug, skippen zu lernen. Zum anderen ist diese Technik einfach mega cool. Also sobald ihr skippen könnt, glaubt es mir, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ihr fühlt euch wie der beste Angler auf Erden. Das ist einfach, ja, einfach eine coole Technik, die wo auch noch einen riesen Nutzen hat, wie vorhin schon erklärt, und macht einfach Spaß. Dann kommen wir zum Gerät. Vorab zum Üben oder für die ersten Wurfübungen und bis mal der erste Skip klappt, könnt ihr eine Spinning benutzen. Aus dem ganz einfachen Grund, ihr habt keine Backlashes zu befürchten wie bei der Baitcaster. Und ja, aber achtet bitte drauf, dass ihr bei der Spinning auch eine habt mit einem kurzen Händel hinten. Denn sonst lernt ihr einen Bewegungsablauf mit einem, ja, längeren Händel, und das dann wieder umzutüdeln auf Baitcaster, die grundsätzlich halt einfach ein kurzes Händel haben, ist ja unnötige Arbeit. Aber ansonsten ist es für den Anfang weniger frustrierend, sagen wir mal so. Dann kommen wir als nächstes mal aufs Wurfgewicht der Rute zu sprechen. Meiner Meinung nach ist eine MH, also 10 bis 30 Gramm, die optimale oder das optimale Wurfgewicht, um zu skippen und vor allem um das Skippen zu lernen. Man kann natürlich auch mit einer M wunderbar skippen, aber umso leichter die Köder werden, umso schwieriger wird es, beziehungsweise umso besser muss man es einfach beherrschen. Dann Rutenlänge, also zwischen 7 und 7,2 Fuß ist die perfekte Rutenlänge zum Skippen. Umso kürzer die Rute, bis zum gewissen Punkt natürlich, deswegen sage ich ab 7, 6, 9, 7, Stopp, umso genauer kann man skippen. Und ja, 7,2 ist jetzt so die Grenze nach oben. Manche skippen auch mit 7,3. Das liegt auch immer an der Person, wie groß oder klein das sie ist. Da muss jeder für sich so, ja, die beste Länge finden. Ich bin jetzt vielleicht als Vergleich 1,80, 1,82 groß, und 7,2, das ist meine absolute Lieblingslänge. Dann vielleicht kurz zur Aktion. Ihr wollt auf jeden Fall eine schnelle Rute, also eine moderne Rute mit schneller Aktion und Spitzenaktion. Also sprich, dass man im ersten Drittel haben wir unsere, ist die Rute weicher, und dann kommt Rückgrat, hat einfach den Vorteil, ihr beschleunigt den Köder durch die Technik so viel besser, es ist sehr genau, ihr könnt sehr genau skippen, und ja, genau, so viel zur Aktion. Ansonsten vielleicht ganz kurz zur Schnur. Meiner Meinung nach wirft es sich und skippt es sich somit auch leichter mit Geflecht.
Wer mit Fluh gut werfen kann, der kann es auch mit Fluh machen. Aber Fluh wirft sich schon ein etwas schwerer, es springt leichter von der Rolle und es ist beim Skippen üben sehr frustrierend, wenn man das nicht schon perfekt beherrscht. Also würde ich Geflecht empfehlen. Dann kommen wir zum wichtigsten Teil an der ganzen Sache, und zwar den Ködern. Die sind essentiell, ob Skippen funktioniert oder nicht. Vorweg, alles was Treble Hooks, also Drillinge, große Spinnerblätter oder ähnliches hat, kann man nicht skippen. Zumindest nicht effizient und konstant. Alle Köder, wie beispielsweise, das ist jetzt ein Top-Skip-Köder, das ist ein Noisy Flapper von Kitec. Alle Köder, die flach unten sind und eine breite Auflagefläche haben, eignen sich perfekt. Auch beispielsweise hier Shad Impact an einem Weighted Offset Haken, super zum Skippen. Das aber in die 4 Inch jetzt zum Beispiel eher was für eine M-Route, also irgendwas 7 bis 21 Gramm. Dann kommen wir noch zu einem Chatterbait, auch skippbar, gar nicht mal schlecht, aber immer, hoppla, ist mir schnell was runtergefallen, aber ganz wichtig, das betrifft es dann auch gleich noch den letzten, nämlich den normalen Chick, die Kopfform muss immer so abgeflacht sein. Es geht einfach um möglichst viel Auflagefläche und dass der Kopf etwas nach oben abgeflacht ist. Es ist einfach wie beim Steineflitschen übers Wasser, ist der Stein perfekt geformt oder einen runden Stein kann man einfach blöd skippen, übers Wasser flitschen lassen, und so verhält es sich auch mit den Köpfen von Chicks und Chatterbaits. Dann haben wir den Köder, und zwar einen Chick. Und hier, das ist eine absolute Empfehlung. Ich haue euch alle Köder, die ich jetzt hier vorstelle, unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen. Das ist der perfekte Kopf. Das ist ein Seaman. Oh, ich weiß es gar nicht auswendig, wie er heißt. Das ist auf jeden Fall ein Seaman Chick mit so einem Snakehead. In der Videobeschreibung, wie gesagt, steht er dann eh drin. Und es ist einfach super flach, viel Auflagefläche, Haken, Kopf zeigt schön nach oben. Das ist zum Üben der perfekte, auch zum Fischen, aber zum Üben ist es der perfekte Jig. Wenn wir schon bei Jig sind, ich lege jetzt schnell die anderen nach unten. Skirts müsst ihr oder solltet ihr, müssen tut ihr gar nichts, aber es macht es einfach einfacher. Ziemlich nah unterm Haken abschneiden, denn diese Fransen bremsen euren Köder beim Flitschen, ganz klar, und umso kürzer sie sind, umso weniger bremsen sie, haben aber trotzdem noch ihren wunderbaren Effekt, was das Spielen des Köders dann unter Wasser betrifft. Ja, sonst gibt es eigentlich zu Köder nicht viel zu sagen. Bei Jigs so ein 3,8er ist es, glaube ich, 10,5 Gramm. Ist plus Trailer ist perfekt zum Üben mit einer MH und etwas weniger dann, wer mit einer M skippen üben will. Da eher so 7 Gramm um den Dreh rum. Ja, genau Leute, so viel zum Thema Köder. Alles was flach ist, zusammengefasst, und viel Auflagefläche hat, wenig Reibungswiderstand hat, eignet sich zum Skippen. Und alles, was Treble Hooks, Drillinge und Spinnerblätter hat, funktioniert einfach nicht wirklich. Dann schauen wir uns noch die Rolleneinstellung an, was die Baitcaster betrifft. Die ist nämlich ja auch ausschlaggebend, ob es funktioniert oder nicht. Viele machen den Fehler, dass sie
die Rolle zumachen. Und zwar mit diesem Rädchen baut ihr ja Druck auf die Rolle auf. Und das solltet ihr nicht machen. Also sie sollte eigentlich so leicht wie möglich eingestellt sein. Sprich, dass hier kein Spiel mehr ist, aber auch halt genau an dieser Grenze sich befindet. Ihr könnt am Anfang ein kleines bisschen weiter zumachen, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Ich zeige euch dann halt nachher, bevor wir, wenn es dann ums Werfen geht, noch, wie leicht die eigentlich tatsächlich eingestellt ist, wie schnell dass dieser Köder fällt. Zum anderen kommt es darauf an, was für eine Rolle ihr habt. Ihr habt ja hier noch diese Magnetbremse bei vielen Modellen. Da würde ich auch einfach auf die Hälfte, je nachdem wie viel ihr habt. Manche haben ja 9 oder 10 Einstellpunkte. Immer so circa auf die Hälfte, vielleicht ein kleines bisschen drüber am Anfang. Aber die Mitte ist immer ganz gut. Und dann bei eurer Fliehkraftbremse, machen wir die mal schnell auf hier. Na, komm. Dass ihr das auch seht. Genau, dann habt ihr hier bei der Fliehkraftbremse eure Pins. Und da macht ihr auch zwei an, zwei aus. Immer gegenüberliegend natürlich. Dann habt ihr die Hälfte an davon. Und das ist eigentlich perfekt. So, dann machen wir hier wieder zu. Gut. Ansonsten gibt es zur Rolleneinstellung eigentlich nichts mehr zu sagen. Genau, wie gesagt, nicht zu fest zumachen, das ist der Fehler, den viele am Anfang machen und denken, ja, dann passieren nicht so viele Backlashes. Ah, einen kleinen Tipp habe ich noch zum Thema Backlashes, weil sie werden passieren, es wird passieren, ganz klar. Am Anfang, da kommt keiner aus und es wird auch, wenn ihr es könnt, passieren, dass ihr Backlashes wirft, aber halt einfach sehr, sehr selten und keine schlimmen. Macht einen normalen Wurf, soweit wie halt kommt, nehmt euch ein kleines Tape, wenn ihr geworfen habt, klebt es euch rein und kurbelt dann auf, holt dann die Schnur wieder ein, dann bläht es euch nicht die komplette Rolle auf, wenn ihr es am Anfang richtig verkackt und macht eure Schnur somit kaputt. Das ist so ein kleiner Tipp noch, der wo ganz gut funktioniert. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Bevor es jetzt ans Eingemachte geht und wir uns aufs Werfen konzentrieren, muss ich noch kurz an alle, oder will ich noch kurz was loswerden, an alle die Zuschauer, die im selben Verein sind wie ich. Die wissen nämlich, dass dieses Gewässer gerade fürs Spinfischen gesperrt ist. Ich habe aber mit unserem Vorstand das abgeklärt, dass ich heute dieses Video hier machen werde und habe den Haken entschärft. Somit kann ich keinen Fisch fangen und ja, es geht ja letztendlich bloß ums Werfen. Sollte jetzt tatsächlich da Fisch drauf knallen, was nicht der Fall sein wird, kann er nicht gehakt werden. So viel dazu. Und dann gehen wir über zum Werfen. Gut, dann hoffe ich, dass ihr mich jetzt da ganz gut sehen könnt und es auch gut erkennen könnt. Wie fangen wir jetzt am besten an? Gehen wir mal einfach mal auf den Bewegungsablauf ein. Also die Grundbewegung oder ja, die Grundtechnik ist ein Rollwurf. Nur, dass ihr den nicht nach oben wegstarten lasst, sondern schaut, dass ihr den Köder möglichst flach zum Wasser absetzt, wie beim Steineflitschen. Dann ganz wichtig, euer Oberarm bleibt relativ starr an eurer Seite. Klar ist da eine gewisse Bewegung drin, aber nicht irgendwie sowas wie ausholen und dann macht ihr den Arm da raus. Das ist eure Rute, ist euer verlängerter Unterarm. Das hier oben bleibt relativ, wie gesagt, an derselben Stelle, relativ starr. Das ist ganz wichtig. Zum Abschluss des Wurfes hebt ihr macht praktisch diesen Rollwurf,
Ganz wichtig, es ist eine flüssige Bewegung, vielleicht vorab. Es soll eine flüssige Bewegung, kein Zack-Zack sein, sondern schön flüssige Bewegung. Und dann hebt ihr die Rute. Und währenddessen kontrolliert ihr euren Köder mit eurem Daumen, also den Schnurauszug. Ihr müsst, also das ist wirklich essentiell, eine gute Daumenkontrolle eurer Spule beherrschen. Das ist, wenn ihr das noch nicht könnt, dann übt erst das, dass ihr eine relativ lockere Spuleneinstellung mit dem Daumen kontrollieren könnt. So, ja, genau. Ah, auch noch ganz wichtig, Abstand so circa 30 cm von Rutenspitze zum Köder. Und so setzt ihr dann halt, zack, den Köder flach zum Wasser auf und lasst ihn wegflitschen und dann geht ihr mit der Rute hoch. Jetzt machen wir einfach mal einen Wurf, dass ihr es schon mal gesehen habt, wie das ungefähr ausschaut. Und zwar so, und dann geht ihr mit der Rute hoch. Und dadurch hebt ihr die Schnur und den Köder immer noch schön über Wasser, also ihr haltet ihn länger über Wasser. Und so skippt ihr. Genau. Was auch noch ganz wichtig ist, dazu zu sagen, nicht mit Kraft. Es ist wirklich eine reine Techniksache. Ihr bringt den Köder durch Kraft aus dem Arm nicht zum Skippen. Das ist, ihr beschleunigt den Köder rein über die Rute. Das ist eigentlich essentiell an der ganzen Sache, damit es ein ordentliches Skip wird. Viele versuchen dann halt, schlechte Technik durch Kraft zu kompensieren. Das funktioniert nicht. Das endet eigentlich zu 90% in einer Backlash, die wir nicht haben wollen. Ja. Und wenn ihr das... Ihr werdet viele Stunden üben müssen. Das lernt ihr nicht an einem Nachmittag. Das muss euch klar sein. Vielleicht gibt es auch Naturtalente, die machen das 5-mal und können sie es. Soll es auch geben. Aber ihr müsst da einfach rausgehen, Stunde Zeit nehmen, skippen, skippen, skippen. Und das, bei einem wird es eine Woche dauern, beim anderen zwei, beim anderen vielleicht 5. Also bei mir hat es auch relativ lang gedauert, muss ich zugeben, bis ich es dann wirklich gut beherrscht habe und eigentlich fast kein Wurf mehr in der Backlash endet oder nichts ordentliches gibt. Ja, es ist wirklich üben, 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 üben. Übung macht den Meister. Seid nicht frustriert, wenn es nicht gleich klappt. Ihr müsst da einfach kontinuierlich dranbleiben. Und gerade jetzt im Winter, meiner Meinung nach, da wo jetzt oft mal Fischen wirklich anstrengend ist, vor allem bei so einem schönen Wetter, nehmt euch, was ich, einen Kaffee oder Red Bull mit, stellt euch an einen Platz und skippt von mir das 3 Stunden lang und irgendwann platzt dieser Knoten und dann beherrscht ihr es und das ist wirklich pures Glücksgefühl. Also ich war richtig happy, wo das erste Mal der Knoten geplatzt ist und ich das dann wirklich stetig 10, 20, 30 Würfe oder 10, 20, 30 Skips hintereinander ohne nachzudenken funktioniert haben. Dann werde ich jetzt noch euch ein paar Skips zeigen aus verschiedenen Winkeln, damit ihr das einfach, ja, den Bewegungsablauf aus verschiedenen Winkeln nochmal betrachten könnt, euch vielleicht noch was abschauen könnt und danach machen wir einen Abschluss.
Gut, Leute, dann hoffe ich, dass euch die Aufnahmen noch was gebracht haben, was den Bewegungsablauf betrifft. Achtet mir einfach darauf, dass euer Oberarm am Körper bleibt und sich erst löst, sobald ihr den Köder freigegeben habt, um dann mit der Rute nach oben zu gehen, um die erste Bremsung, sobald der Köder aufs Wasser kommt, zu kompensieren, um keinen Überschlag der Rolle zu haben. Ansonsten habt ihr jetzt alles an der Hand, was ihr braucht, um skippen zu lernen, meiner Meinung nach. Jetzt liegt es an euch. Geht's raus, übt es. Es ist wirklich eine geile Technik. Es bringt vor allem eure Fischerei weiter, öffnet euch ganz neue Türen. Und nicer Nebeneffekt, ihr lernt euer Gerät noch besser kennen. Und dafür ist einfach ein Baitcaster da. Und wer skippen kann, das ist eine doch durchaus anspruchsvolle Technik, der kann auf alle Fälle gut mit seiner Baitcaster umgehen. Ja, dann Leute, war's das für dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben, viel Erfolg vor allem, gebt's nicht auf, es wird ein bisschen dauern, aber irgendwann platzt der Knoten und dann könnt ihr das. Ich wünsche euch wie immer eine coole Zeit am Wasser, dicke Fische, und wenn ihr nicht beim Fischen seid, geht's Baitcaster üben, skippen üben. Und bis zum nächsten Mal, haut's euch rein. Ciao.